Hallo, guten Morgen, mein Name ist Marco Schulten und heute geht es um das Thema, wenn wir etwas anklagen, wie zum Beispiel die Schwierigkeiten in unserer Branche, dann können wir sie vielleicht heilen und welchen Weg wir haben, sie zu heilen, darüber sprechen wir heute in unserem Morning Call. Und für die, die bis zum Schluss bleiben, gibt es ein ganz besonderes Schmankerl, weil dieser Satz, ich habe kein Geld von den Prospects, also von den Menschen, mit denen wir sprechen, der kommt immer wieder vor und ich habe einen 3-Schritte-Plan für euch, wie ihr damit wunderbar umgeht und bei mir klappt der wunderbar. Ich sagte gerade, unsere Branche, das Network-Marketing, das ist für viele ja eine Nebentätigkeit, so wie auch ich ein paar andere Interessen noch habe, aber ich habe gemerkt, dass Network-Marketing etwas ist, wo das gut für mich ist oder gut sein kann, aber dem ich auch was zurückgeben kann. Und insofern mache ich hier jeden Morgen diese Calls und heute möchte ich mich an etwas anlehnen, was ich von Eric Worre gelernt habe. Eric Worre ist ein Mann, der in dieser Branche, ich glaube, das erste Mal einen professionellen Ansatz gegeben hat, indem er ein Buch geschrieben hat, das heißt GoPro. Und ich möchte behaupten, dass jeder, der in dieser Branche professionell ist, dieses Buch schon mal gelesen hat oder gehört hat oder zumindest davon gehört hat. Ich kann jedem nur empfehlen, dieses Buch mehrfach zu lesen. Ich glaube, ich habe es jetzt 7 oder 8 Mal gelesen. So, und in dieser Branche, wir erkennen immer wieder, wenn wir mit Menschen über unsere Branche sprechen, dass jeder, also fast jeder, hat irgendeine Meinung über unsere Branche. Und viele dieser Meinungen, die über unsere Branche herrschen, sind nicht positiv. Viele Menschen denken, dass das kein echtes Geschäft ist, was wir hier betreiben. Dass Network Marketing so eine Art, unser Max Fritz sagt immer wieder, er hat am Anfang geglaubt, das wäre so ein Hausfrauen-Business, so ein Prosecco-Trinken-Business. Und andere sagen, das ist doch eigentlich etwas, da belastest du deine ganzen Freunde mit, weil du allen Leuten irgendwas andrehen willst, anschwätzen willst. Und es gibt so viele negative Betrachtungsweisen über unsere Branche, dass wir uns, dass wir uns die Frage stellen können, kann man das verändern? Und ich glaube, wie so vieles im Leben, und die mich kennen, wissen, dass ich so ein bisschen, manchmal so ein bisschen aus dem Innen heraus gucke, wir wissen vielleicht, dass immer das, was von außen kommt, ganz schwierig ist, weil das auf Widerstand prallt. Ich glaube, die größte Veränderungschance, die wir haben, ist, wenn wir aus uns heraus etwas anders machen. Wenn wir aus uns heraus uns anders verhalten. Und jetzt bezogen auf diese Branche ist doch die Frage, könnten wir als Branche etwas anders machen oder sind wir nicht vielleicht auch an dem Thema etwas schuld? Haben wir nicht eine Verantwortung dafür, dass es so schwierig ist? Und was können wir tun, wenn wir diese Verantwortung annehmen, also im Sinne von Erkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung, was können wir tun, damit es besser wird? So, und in diesem Sinne sage ich euch, wir können ein großes Selbstbewusstsein haben für diese Branche. Und das, was ich euch heute sage, ist nicht, dass wir jetzt arrogant werden müssen oder dass wir überheblich sein müssen, aber ich will euch noch einmal vor Augen rufen oder die Facebook-Zuschauer, die Network Marketing überhaupt nicht kennen, die vielleicht das erste Mal jetzt Kontakt damit haben. Network Marketing macht 180 Milliarden Dollar Umsatz im Jahr. Also, dass das eine Branche ist oder dass das eine Vertriebsform ist, die wertvoll ist, das kann man, glaube ich, annehmen. 180 Milliarden Dollar ist ein Haufen Geld. Über 100 Millionen Menschen sind involviert, also sind als Vertriebspartner oder als Empfehler in dieser Branche involviert. 100 Millionen Menschen, das ist mehr als die Deutschen, also ist ungefähr so viel wie im Dachraum, Deutschland, Österreich, Schweiz, Menschen leben, die Deutsch sprechen. Und jetzt habe ich mir nicht komplett sicher, aber ich glaube, es werden täglich 200 Millionen Dollar Provision an Partner ausgeschüttet. Täglich. Ja, und das ist das Schöne im Network Marketing, dass ja anstatt das Geld, dass es in die Werbung fließt, dass es Geld an die Vertriebspartner, an die Menschen, die diese Empfehlung ausgesprochen haben, die diesen Kauf erst möglich gemacht haben, dass das an diese Menschen ausgeschüttet wird. So, mit diesem Selbstbewusstsein müssen wir uns 2 Themen nähern. Ich persönlich glaube, dass wir vor einem Tipping Point stehen. Der Tipping Point ist immer dann, wenn eine Sache kippt. Aber kippen heißt nicht ins Negative kippen, sondern kippen kann auch was Positives sein. Und ich glaube tatsächlich, ich stehe dafür und da möchte ich eine Wette für auslösen, dass Network Marketing in den nächsten Jahren eine ganz andere Bedeutung, einen ganz anderen Stellenwert kriegt, weil immer mehr Menschen involviert sind. Und in der
Biologie nennt man das ein morphologisches Feld. Wenn eine gewisse Anzahl von Lebewesen ein Verhalten annimmt, dann ist es energietechnisch so, dass eine andere Anzahl, das andere Lebewesen an ganz anderen Stellen der Erde das gleiche Verhalten übernehmen. Das ist sozusagen das morphologische Feld, ist, wie verbindet sich eine Gruppe, wenn die Energie in einer Gruppe groß genug ist, verbinden sie sich mit der Weltenergie und es wird an einer anderen Stelle angenommen. Die, die überhaupt nicht was wissen, wovon ich jetzt spreche, halten mich bestimmt jetzt für einen kompletten Spinner, aber da könnt ihr drüber lesen. Das morphologische Feld hat damit zu tun, wie Energie, wenn genug Energie da ist, sich verteilt und wie sie auf andere überschwappt. So, und ich prognostiziere jetzt einfach mal einen solchen Tipping Point, einen solchen Informationsübersprung für unsere Branche, weil ich glaube, dass wir die Fakten, die ich gerade genannt habe, haben, aber weil ich auch glaube, dass es Zeit wird, dass die Welt sich verändert, so wie die Menschen heute in Supermärkten, in Bio-Supermärkten einkaufen, weil sie einfach gemerkt haben, sie trauen den anderen Produkten nicht mehr, werden Menschen sagen, warum soll ich eigentlich bei einer Werbeaussage trauen, die aufgeblasen ist auf einer Kosmetikpackung mit einem Model, die das Produkt überhaupt nie benutzt? Ich glaube doch lieber einem System, das ganz, ganz deutlich sagt, 50% Produktqualität und Inhalt, 50% Ausschüttung an die, die es vertrieben oder empfohlen haben. So, und in diesem Sinne komme ich jetzt zu unseren zwei Punkten, die wir intern in unserer Branche besser machen können. Wir haben Produkte. Und diese Produkte sind in der Regel extrem hochwertig, weil sie, wie jetzt gerade gesagt, einen 50-prozentigen Produktwert haben, weil sie einfach höchstwertig hergestellt sind, weil sie höchstwertige Zutaten haben und weil sie erforscht und erprobt sind. Und diese Erforschung und Erprobung ist insofern bei unseren Produkten die Grundvoraussetzung, weil wenn im Produktnetzwerk jemand etwas empfohlen bekommt und das Produkt tut nicht das, was man erwartet hat oder es gefällt einem nicht, dann kauft man es ja nicht nochmal. Und damit ist eigentlich die Idee von Produktnetzwerk, Network Marketing eigentlich hinfällig, weil das langfristige Einkommen, was wir uns aufbauen, entsteht ja dadurch, dass wir Provision auch für die Menschen kriegen, die sozusagen vor vielen Jahren die Entscheidung getroffen haben, aber heute immer noch die Produkte benutzen. Das ist ja sozusagen die Qualität, dass wir ein residuales Einkommen aufbauen, indem wir Stück für Stück für Stück die Gruppe der Kunden, die in unserer Struktur sind, vergrößern. So, und wenn jetzt ein Produkt nicht wieder gekauft würde, würde es ja nicht funktionieren. Dann würde ja unsere Einheit praktisch immer auf der gleichen Stelle bleiben. Und jetzt noch so ein kleiner schlauer Satz, den ich hervorragend finde für alle, die fremd sind. Was ist Network Marketing? Mit einem immer gleichen Einsatz ein immer steigendes Einkommen zu generieren. Das heißt, gleicher Einsatz mit steigendem Einkommen läuft in eine exponentielle Richtung oder wird exponentiell. Und das ist das, was beim Network Marketing passieren kann. Aber ich schweife ab, ich war bei den Produkten. So, die Produkte, wir haben oftmals die Situation, dass Menschen in unsere Branche kommen und dann mit den Produkten in Verbindung kommen und sie ihren Prospects, ihren Partnern, ihren potenziellen oder ihren Interessenten vorstellen wollen. Und dann passiert der Fehler. Dann wird das Produkt größer gemacht, als es eigentlich ist. Dann kommen Heilungsversprechen bei Naturprodukten. Dann kommen fast Wunderaussagen, wenn es um die Kosmetikprodukte handelt. Dann kommen irgendwelche anderen Aussagen, wenn es sich, sag ich mal, um Tierfutter oder um Kaffee oder um was auch immer handelt. Dann kommen Aussagen, die aus der Not getrieben sind, im Sinne von, ich muss den anderen jetzt überzeugen, dieses Produkt zu kaufen, dieses Produkt haben zu wollen. Und dann mache ich es einfach mal ein bisschen größer. Dann mache ich aus der Angst, aus meiner eigenen Sorge heraus, sage ich, boah, unser Produkt, das, wenn du das nimmst, dann wirst du garantiert so und so. Dann hast du garantiert diese Lösung oder du hast garantiert das. Das ist doch etwas so, es ist ja einerseits super dumm und andererseits ist es ein Wunder, dass unsere Branche schlecht dasteht, wenn wir Versprechen abgeben und Aussagen machen, die überhaupt nicht haltbar sind. Und ich sage euch eins, unsere Produkte, also jetzt nicht nur von meiner Firma, in jeder Network-Marketing-Firma, die, sage ich mal, schon ein paar Tage am Markt ist, auch ein paar Jahre am Markt ist, unsere Produkte sind gut genug. Es reicht, wenn wir die Wahrheit erzählen. Es reicht, wenn wir sagen, wir kennen Menschen, bei denen ist das eingetreten. Wir kennen Menschen, die lieben die Produkte. Implizieren, wenn sie die lieben, warum kaufen sie die wieder? Ja, weil die wahrscheinlich ihnen was tun, weil sie ihnen gut tun. Und dieses, es ist gut genug, das, was wir haben, die Geschichte, die wir haben, ist gut genug, ist eine wunderbare Information. Und wenn wir alle wirklich nur uns daran halten würden, würde nicht mehr dieses Gefühl aufkommen,
Boah, die spinnen doch alle, wenn die mir diese ganzen Produktversprechen machen. Nein, macht keine Versprechungen. Wer seid ihr denn? Oder wer sind wir denn? Wir sind doch keine Heiler. Wir haben das Produkt doch nicht erforscht. Wir haben das Produkt doch nicht entwickelt. Wir wissen doch auch nur von anderen, was in dem Produkt drin ist. Aber weil wir wissen, wie Hunderte, wie Tausende Menschen mit dem Produkt umgehen, wie sie es lieben, wie sie es nutzen und was sie davon haben, sage ich euch, die Wahrheit ist gut genug. Ich kann euch sagen, ich könnte 100 Personen jetzt nennen, die mit den Produkten meiner Firma hervorragende Ergebnisse haben und sich hervorragend damit fühlen. Und ich glaube, wenn ich diese 100 Personen benutze und darüber spreche, dann bin ich authentisch, dann bin ich ehrlich und ich kann jede meiner Aussagen jederzeit sofort belegen. Wenn nämlich jemand sagt, du, ich habe da das Problem, meinst du, das hilft auch? Dann sage ich, du, das weiß ich nicht. Das musst du selber probieren. Ich mache null Versprechen. Aber ich kann sagen, weißt du was, ich gebe dir mal den Kontakt über WhatsApp oder ich frage mal den und den. Der hat ein ähnliches Problem wie du. Möchtest du mit dem mal sprechen? So, das ist doch eine wunderbare, leichte Möglichkeit, eine Information weiterzugeben. Und das ist ja auch unsere Verantwortung in unserer Branche. Wir sind dafür da, das Produkt bekannt zu machen. Wir sind dafür da, der Firma der Vertriebskanal zu sein. Weil die machen keine Werbung, die haben nur uns. So, und das ist ja so, wie wenn auf einer Werbung stehen würde, dieses Auto fährt 500 Stundenkilometer und bringt dich überall hin. Und es gibt mit diesem Auto überhaupt keinen Stau. Also wie bullshittig blödig ist denn so eine Aussage? So, deshalb lasst uns, die Wahrheit ist gut genug, ein Fiat Panda bringt dich sicher sauber von hier nach Rom, wenn du möchtest. Ja, du hast die gleichen Rahmenbedingungen wie überall, aber, Entschuldigung, Rom, Angela, ich habe dich gesehen, da kam mir Rom in den Sinn, weil die liebe Angela in Rom lebt. Und schreibt mal rein, wo ihr so alle lebt, vielleicht habt ihr Lust, ein bisschen interaktiv zu werden mit mir. Schreibt mal bitte hier in Facebook oder in den Zoom-Chat, wow, wir haben viele Leute, rein, wo ihr herkommt. So, das ist das eine. Das ist also jetzt der Blick auf unsere Produkte. Die Produkte sind gut genug. So, und jetzt gibt es die zweite Situation. Jetzt haben wir Menschen, die interessieren sich für unser Geschäftsmodell, für die Geschäftsgelegenheit, für dieses wunderbare Tool, dieses wunderbare Werkzeug Network Marketing. So, und jetzt kommt die gleiche Angst. Wenn ihr jemanden habt, der so ein bisschen kritisch ist, der Fragen stellt und der eigentlich so, es wirkt so, als würde er es nicht verstehen wollen. Das ist ja an sich schon mal eine sehr überhebliche Haltung von uns, wenn wir meinen, er müsste das verstehen, was wir verstanden haben. Jeder Mensch hat eine andere Situation, jeder Mensch kommt aus einer anderen Rahmenbedingung, jeder Mensch hat ein anderes Feld, in dem er groß geworden ist, andere Ängste, andere Sorgen, andere Hoffnungen, andere Träume, andere Ziele. Jeder ist anders. So, und jetzt haben wir für uns eine Entscheidung getroffen. Ja, ich will ein Loch in der Wand, das ist so groß, und ich habe meine passende Bohrmaschine. Ich will mein Lebensziel erreichen, ich habe ein passendes Werkzeug, das ist Network Marketing. So, und jetzt kommt eine andere Person in unser Leben und jetzt fangen wir wiederum an, so ein bisschen aus Not heraus das Geschäft ein bisschen leichter zu machen, als es ist. Leute, Network Marketing ist ein Job. Network Marketing ist ein Business. Und es gibt kein Business auf dieser Erde, was leicht ist, was einfach nur so funktioniert. Wir müssen alle arbeiten. Und viele sagen ja, es heißt ja Network Marketing. Unterstreich bitte dreimal das Work. Und ja, okay, das Werkzeug, eine Bohrmaschine an die Wand zu halten und die gegen die Wand zu drücken und damit einem Bohrer ein Loch zu bohren, ist leicht. Aber um es richtig zu machen, muss man schon ein bisschen Experience, ein bisschen Erfahrung haben. Und in unserem Geschäft kann ich euch sagen, kommen nur die Menschen ans Ziel, ans große Ziel, was ja viele anstreben, wenn sie sich wirklich den Hintern abarbeiten, wenn sie fleißig sind, wenn sie Profis werden, wenn sie es tun. Ja, es ist richtig, dass das Werkzeug Network Marketing leicht zu verstehen ist. Aber Leute, auch ein Kiosk ist leicht zu verstehen. Nur, wenn einer nicht arbeitet, seinen Kiosk nicht aufmacht, wird er auch kein Geld verdienen. Und ich habe hier so einen wunderbaren, in Köln haben wir so eine Kioskkultur. Und ich habe hier so einen Kiosk nebenan und egal wann ich was brauche, also ich sag mal so in meiner Wachzeit, ich kann da um 7 Uhr hingehen morgens und kann mir einen Kaffee holen. Ich kann aber auch nachts um 12 hingehen und meiner Freundin oder mir ein paar Zigaretten, Zigarillos oder Chips oder was auch mal kaufen. Oder ich habe Gäste. Letztens hatte ich eine Interessentin. Wir hatten kein Bier mehr. Da sind wir darüber gegangen, haben weitergequatscht, haben uns Bier gekauft. Und wisst ihr was? Dieser Verkäufer in diesem Kiosk steht immer da drin. Immer. Der hat 7 Tage die Woche, steht er da von 7 bis nachts um 12 und arbeitet. Ich glaube aber nicht, dass der clever arbeitet, so sehr ich den Menschen mag und ihm dankbar bin für seine Leistung, die der mir schenkt. Ja, der schenkt mir ja seinen offenen Laden. In unserer Branche ist das ganz genauso. Der Ralf Klebo sagt immer, macht euren Laden auf, wenn ihr in diesem Geschäft seid. Denkt über euer Produkt darum, fangt an, darüber nachzudenken. Aber es ist doch nicht leicht. Es ist
einfach zu verstehen, aber es ist deshalb nicht leicht, weil du immer wieder, wie gerade beim ersten gemerkt hast, mit Menschen in Verbindung bist, die sagen, ach, ihr mit eurer Branche, ihr mit eurem Kram, das ist doch sowieso alles nichts. Da muss man mit umgehen können. Das ist eine Reifephase, wo man dann sagt, ja, weil ich ein Team habe, weil ich eine Gruppe, eine Peer-Group habe von Menschen, die das Gleiche wollen, so wie euch jetzt hier oder die Facebook-Community oder die Menschen, die wir, wenn wir uns in Meetings, auf Schulungen treffen, da haben wir eine Wirkung, da haben wir eine Verbindung. Da können wir unsere Tanks wieder auftauchen, weil wir merken, andere sind mit uns auf dem Weg. Und ich bin nicht der einzige Doofkopf, der sich hier von seinen Freunden erzählen lässt. Das ist doch nichts. Das heißt, das ist das eine, was uns stark macht. Und auf der anderen Seite haben wir ja die globale Sicht. Ja? 180 Milliarden Umsatz ist ja nur wirklich nicht wenig. Aber ich sage manchmal, wenn wir Fliegenfischer wären, Fliegenfischer ist eine Art zu fischen mit so kleinen Dingen, wo man so die Rute, die Angelrute immer wieder auf den See wirft. Also eine extreme Nische in der Nische in der Nische, da gibt es kaum einen. Wenn aber alle Fliegenfischer Deutschlands in einem Raum sind, ja, wenn da eine Convention ist, die Fliegenfischer-Convention Deutschlands, und da sind 1000 Fliegenfischer, du sitzt da und guckst dich irgendwo und denkst, die ganze Welt besteht aus Fliegenfischern. So, das ist aber nicht der Fall. Ja, die Fliegenfischer sind immer noch eine ganz, ganz kleine Gruppe. Aber was können wir davon lernen? Wir können davon lernen, dass wir uns in die Proximity, in die Nähe von den Menschen bringen, die mit uns das gleiche Ziel haben, dann tut es uns gut. So, und bezogen auf die Geschäftsgelegenheit, lasst uns vielleicht davon sprechen, dass es viele tun, dass es für manche Menschen ein Werkzeug ist, dass es für manche Menschen eine Idee ist, aber lasst uns aufhören zu erzählen, dass das jeder kann. Es kann jeder, theoretisch ist es richtig, aber es wird nicht jeder tun. Rein statistisch ist es so, dass die meisten Menschen, die in dieser Branche aktiv sind, nur so viel Provisionen verdienen, damit sie sich ihre eigenen Produkte leisten können. Ein kleines Beispiel aus der Immobilienbranche, das ist allerdings ein amerikanisches Beispiel. 90% der Menschen, die eine Ausbildung zum Immobilienverkäufer machen, verkaufen niemals eine einzige Wohnung oder eine einzige Immobilie in Amerika. 90% nutzen das, was sie lernen, nicht. Und im Online-Marketing, wenn man diese ganzen Kurse kauft, ich weiß, dass diese Menschen kaufen aus irgendeinem Grund einen Online-Kurs und wollen da etwas lernen, aber nur 5% der Menschen, die den Online-Kurs kaufen, gucken ihn sich überhaupt an, geschweige denn, dass sie es danach umsetzen und lernen. Das heißt, das ist immer so eine Begehrlichkeit, die wir haben, mit dem wir hören was, wir sind dabei, so wie auch jetzt, ihr hört hier zu, da sind es viele, hier sind es viele und dann tue ich es, setze ich es um, weiß ich nicht. Und was ich euch sagen möchte ist, die Geschäftsgelegenheit Network Marketing ist Arbeit. Sie ist aber eine andere und in meinen Augen bessere Arbeit. Wenn Eric Worre sagt immer, we have a better way. Network Marketing is not perfect. Network Marketing ist nicht perfekt. Nein, keine Branche ist perfekt. Ob du im Maschinenbau bist, im Kioskgeschäft oder in der Druckereibranche, nichts ist perfekt. Aber guck mal, was für dich wertvoll ist. Ob du es gebrauchen kannst. Also, wer die Geschäftsgelegenheit für sich erkennt, der muss arbeiten, der muss viel arbeiten. Es wird leichter, wenn er sich mit Menschen umgibt, die gleiche Arbeit machen, dann macht es ein bisschen mehr Spaß. Dann lernt man dazu. Wir müssen Profis werden, denn nur wenn du Profi bist, wirst du auch erfolgreich. Und dazu kommt jetzt der gerade jetzt eben versprochene letzte Tipp, ein Profi-Tipp. Wie du mit einer Situation umgehst, wenn dir ein Partner, den du ehrlich über die Produkte informiert hast und nicht übergetrieben hast und keine Heilungsversprechen oder was gemacht hast, wo also ehrlich warst und wenn du gesagt hast, das Geschäft kannst du machen, aber stell dich drauf ein, ist Arbeit. Ich mache mit dir die Arbeit, wir machen zusammen, aber es ist Arbeit. Wenn das passiert ist, nur dann dürft ihr den Tipp anwenden. Kleines Ehrenversprechen müsst ihr mir jetzt geben. Also es gibt Leute, die sagen, Markus oder Sponsor, wie auch immer, finde ich prima, aber ich habe einfach kein Geld. So, alle wahrscheinlich schon mal erlebt. So, und jetzt ist die Frage, ist das ein Einwand oder ist das ein Vorwand? Ein Vorwand wird dir vorgegaukelt, um nicht zu sagen, dass du was dagegen hast. Und das ist ja vollkommen in Ordnung. Nur wir müssen halt feststellen, ist es ein Einwand oder ist es ein Vorwand? Und Schritt 1 ist, das rauszufinden. Und da du ja mit der Person im Gespräch bist, sagst du ganz einfach, also verstehe ich, ich kenne die Situation und ich war auch schon mal in so einer Situation. Aber angenommen, du hättest das Geld, wäre es denn dann für dich eine Option, damit zu starten? Das ist eine ganz klare Frage, die man stellen kann. Und diese Frage entlarvt den Vorwand und macht den Einwand. Wenn die Person jetzt sagt, oh, fantastisch, ich würde durchdrehen vor Glück, ich würde sofort Gas geben, ich wäre dein bester Partner, wenn ich das Geld nur hätte, aber ich habe es halt leider nicht. Dann kommt Schritt 2. Also wenn die Person dann wiederum eine Ausflüchte macht, wisst ihr, dass es ein Vorwand war, dass sie euch eigentlich nur nicht enttäuschen möchte, im Sinne von, naja, du mit deinem Thema, sie bleibt also eh nicht dabei. So, die will es sowieso nicht machen. Aber wenn die Person sagt, du,
Ich habe echt die Kohle nicht, aber ich würde sofort starten. Dann kommt der zweite Teil, dass ihr gemeinsam anfangt zu planen. Dass du sagst, okay, es gibt da Situationen. Es gibt, in Amerika nutzen viele Leute Craigslist. Hier bei uns nutzt man eBay Kleinanzeigen. Lass uns doch mal, wenn du möchtest, nämlich gehe ich mit dir dahin. Lass uns doch mal in deinen Keller gehen, in deine Situation gehen. Und ich als Externer guck mal und frage dich, brauchst du dieses Teil wirklich? Brauchst du dieses Snowboard da im Keller, wann fährst du eigentlich Snowboard? Brauchst du eigentlich diesen Fitnesstrainer? Brauchst du eigentlich die Bücher, die du da hast? Brauchst du eigentlich diese Playstation? Bist du eigentlich jemanden, der diesen und diesen das braucht? Brauchst du eigentlich drei Fahrräder, die im Keller stehen? Also das ist der eine Weg, wie man es angehen kann. Aber ich habe auch das Beispiel von Daniel Fire ist mir immer so im Kopf. Daniel Fire hat einen Nebenjob angenommen, um diesen Job machen zu können. Und nur für die, die uns nicht kennen, den Job machen zu können, heißt nicht, sich eine teure Lizenz zu kaufen, sondern das heißt, Produkte zu kaufen. Weil ich kann ja nicht in einem Produktnetzwerk sein und selber keine Produkte haben. Das heißt, der Einstieg in die Network-Marketing-Branche ist in der Regel ein ganz, ganz kleiner Betrag. Der ist meistens unter 100 Euro, der Einstieg, also so eine Art Registrierung. Also ich glaube, das wird jeder schaffen, der sagt, ich will da mit mir was aufbauen. Aber dann muss man Produkte kaufen. Da gibt es unterschiedliche Größen. Es gibt Firmen, da ist es ein 200-Euro-Paket, bei anderen Firmen ist es ein 4.000-Euro-Paket. Aber Produkte. So, und diese Produkte brauche ich ja, dafür brauche ich Geld. Und dann gehe ich einfach mal und gucke, wie ich sie mir erwirtschaften kann, indem ich vielleicht tatsächlich einen Nebenjob annehme. Hier, es gibt diese wunderbare Plattform in Deutschland, machdudas.de. Also ich habe, glaube ich, schon 14, 15 Mal Jobs über diese Plattform vergeben. Also wenn ich irgendwas Technisches brauche, wenn ich jemanden brauche, der mir einen WordPress-Blog einstellt, gehe ich auf machdudas.de, stelle meinen Job ein. So, jetzt kann man sagen, so, ich bin in Köln, ich kann Rasen mähen, ich kann Laub mähen, also im Herbst Laub kehren, ich kann Gartenzäune aufstellen, ich kann Hochbeete bepflanzen, was auch immer, macht etwas und dann habt ihr relativ schnell das flüssige Cash, was ihr braucht, um einen kleinen Einstieg möglich zu machen. Das heißt also, geht mit der Person in die Planung, wenn sie gesagt hat, sie will es. Wenn sie gesagt hat, ich bin dabei. So, das dritte ist, das ist etwas ganz Wichtiges, der dritte Schritt ist, macht einen Termin. Macht einen Termin, für wann ihr euch wieder seht. Geht niemals aus einem Gespräch heraus mit einem Interessenten oder auch im normalen Leben, geht niemals ohne einen Anschlusstermin heraus, weil das ist der Fehler, dass sozusagen keine Dauerhaftigkeit, keine Ernsthaftigkeit da eingeschlossen wird. Verzeiht. Ah. So, und jetzt gibt es noch einen Bonustipp oder eine Bonusaussage für Menschen, die an diesem Punkt sind. Wenn jetzt einer wirklich an dem Punkt ist und sagt, es ist kein Vorwand gewesen, ich habe die Kohle nicht. Ich guck mal, was möglich ist, ob ich mit dir zusammen plane oder nicht. Aber ich besorge das Geld, indem ich was verkaufe, indem ich eine Zusatzarbeit mache und indem ich vielleicht auch mal was eintreibe, was ich noch bei anderen an Schulden habe. Ich tue was und wir haben einen Termin gemacht. Dann könntest du jetzt eins noch tun. Du könntest sagen, so, okay, ich werde dich nicht anrufen bis zu unserem Termin. Angenommen, der Termin ist, gib mir einen Monat Zeit und ich mach's. Ich rufe dich nicht an bis zu diesem Termin. Aber solltest du auf diesem Weg bis dahin früher an das Ziel kommen, solltest du früher das nötige Kapital gefunden haben, um das Produkt, um die Produkte zu kaufen, um einzusteigen in dieses Geschäft, dann ruf mich an. Weil wenn du schneller da bist, wenn du mich früher anrufst, zeigst du mir eigentlich noch mehr, wie interessiert du bist, wie engagiert du bist und was du da, dass du das wirklich machen möchtest. Und das ist nochmal so ein kleiner Motivator, so ein kleiner Schubs, den jemand mitkriegt und sagt, ich will das vorher schaffen. Ich will meinem Sponsor, der ja sehr viel Zeit für dich aufwendet, der ja wirklich die wichtigste Person für dich sein kann in diesem Geschäft, weil er für dich da ist, dass diese Person spürt, du meinst es wirklich und es war kein Vorwand, sondern es war ein Einwand. So ihr Lieben, der Montag, ich habe jetzt 25 Minuten gesendet für euch, wir kommen zum Schluss. Wir haben heute darüber gesprochen, wie wir unsere Branche von innen heraus heilen können, indem wir keine übertriebenen Produktversprechen machen, weil das gehört sich nicht, das ist auch gelogen. Dass wir einfach ehrlich sind und dass wir die Geschäftsgelegenheit nicht leichter machen, als sie ist, sondern dass wir sie darstellen, wie sie ist. Denn dann haben wir eine höhere Glaubhaftigkeit in der Branche und wir können mit der Glaubwürdigkeit, die wir erzeugen, dazu beitragen, dass diese Branche grundsätzlich eine bessere Stimmung, eine bessere Meinung erhält und dass es da besser geht. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, wenn ihr einen Prospekt, einen Interessenten habt und der euch sagt, ich finde alles prima, ich habe kein Geld dafür. Dann gibt es diese drei Tipps, diese drei Punkte, die ihr berücksichtigen könnt. Schreibt sie euch auf. Das ist einmal, macht eine Einwand-Vorwand-Analyse, indem ihr sagt, wenn du das Geld hättest, würdest du denn dann? Dann muss eine Antwort kommen, die entlarvt den Vorwand und den Einwand.
Und dann gehst du her und planst mit demjenigen, was zu tun ist, entweder was verkaufen oder dafür arbeiten zu gehen oder zu sparen. Und das dritte ist, mach einen Termin und wenn er vorher dich meldet, sag ihm ruhig, melde dich ruhig vorher, aber du rufst ihn nicht vorher an, dann hast du einen sehr professionellen Ansatz, mit dieser Person ins weitere, in die weitere Planung zu kommen, ins Geschäft zu kommen. Markus Schulten aus Köln, Business Mentor, Business Coach für Persönlichkeitsentwicklung und auch für präzise Geschäftsideen, hat sich zu einem Teil in seinem Leben dem Thema Network Marketing verschrieben. Und ich bin mit Leidenschaft und Liebe dabei, euch diese Botschaft zu tragen. Ihr findet alles auch auf meinem YouTube-Kanal Markus Schulten bei YouTube oder auf der Facebook-Fanpage Markus Schulten. Ich grüße euch alle hier aus Köln und sende einen wunderbaren Energieschub in die Woche. Habt eine gute Woche. Bis morgen früh. Ciao.